Nach diesem Video wirst auch du Kürbisse mit über 900 Kilo anbauen können. Da fragst du dich, wer braucht denn eigentlich sowas? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Gute Frage, die ich mir auch immer selber stelle. Wahrscheinlich einfach nur ein Vergleich. Dann bleiben wir doch lieber ein bisschen diskreter bei kleineren und feineren Früchten, die man auch wunderbar einzeln lagern kann und so auch besser für den Winter portionieren, oder nicht? Und auch die Kürbiswelt hat auch sehr viele verschiedene Sorten und besteht nicht nur aus Hokkaido, Butternut und einem Halloween-Kürbis. Als ich in Lateinamerika war, habe ich da sehr viele interessante Sorten gesehen. Bei uns in Deutschland dann doch eher etwas dürftiger. Aber vielleicht kennst du auch das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genauso wie bei den Tomaten, da mögen die meisten auch nur die roten. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So ist richtig. Verwirren Sie mal eine. Ich? Ja. Wollen Sie jetzt sterben, ohne dass Sie eine Pizza gegessen haben? Ich brauche keine Pizza. Und Döner mal oder sowas? Hä? Ein Döner? Was an? Ein Döner. Was ist das? Türkisches Gericht. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Kapitel 1. Wann vorziehen? Also Kürbisse gehören wirklich zu den Kürbisgewächsen, die man wirklich nicht vorziehen braucht. Die sind noch wuchsfreudiger als die Zucchini und auch noch ein bisschen robuster. Und mein Vater hat auch immer sehr treffend zu mir gesagt, nimmst doch mal ein paar Kürbissamen, wirfst auf den Misthaufen, lässt sie einfach wachsen, passt schon. Und seine These wurde auch dahingehend bestätigt, dass das sogar hier bei mir im Dorf ältere Bauern auch noch so machen. Und das funktioniert auch sehr gut. Egal, ob du jetzt vorziehst, ja, es gibt Leute, so wie mich, oder eine Direktaussaat machst, zum Beispiel auf dem Mist- oder Komposthaufen, schau bitte vorher auf die Sortenbeschreibung. Kürbiswelt ist halt sehr groß, es gibt viele verschiedene Sorten und die Kürbisse sind auch in unterschiedlichen Familien eingeteilt, wo wir dann auch später zur Samengewinnung dann kommen. Dann gibt es Kürbisse, deren Schale man essen kann, andere wiederum nicht. Andere, die halt ein bisschen lagerfähiger sind als so manch andere Sorte. Aber bei der Lagerfähigkeit sind wir noch lange nicht. Fangen wir erstmal kleiner an, und zwar mit dem Samen. Kapitel 2, die Voranzucht. Falls du dich wirklich dafür entscheidest, deine Kürbisse vorzuziehen, würde es ungefähr 3 bis 4 Wochen vor dem letzten Frost machen und auch hier große Töpfe nutzen, ungefähr im Durchmesser von 10 bis 15 cm. Genau wie bei den Zucchinis. Kürbis wächst halt sehr stark und auch sehr schnell, braucht halt hier im unteren Bereich ziemlich viel Platz, damit sich die Wurzeln noch gut ausbreiten können. Und es ist halt ziemlich ungünstig, Kürbisgewächse zu pikieren, weil es da passieren kann, dass du die Wurzeln beschädigst. Und besonders Kürbisgewächse sind sehr empfindlich im unteren Bereich. Auch hier würde ich das Saatgut 8 bis 24 Stunden vorher einweichen. Unter anderem kannst du auch hier Kamillentee nutzen, damit sich der Samen schon mal vollsaugen kann. Als Anzuchterde, wie auch schon bei meinen Videos davor, immer meine eigene Komposterde, wo ich auch hier verschiedene Komponente durcheinander mische, wo ich auch auf den Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisse achte, die mit Pflanzenkohle angereichert ist, einige Holzstückchen, damit auch hier gut leben ist, damit die Pflanze hier gut wachsen kann. Du kannst auch deine eigene Anzuchterde selber herstellen, ein bisschen Gartenerde, Kompost und Sand, jeweils 1/3 von diesen Komponenten, alles gut zusammen mischen. Alles in diese großen Töpfe rein, Samen rein, am besten 2 pro Topf, damit du auch hier keine Leergänge sozusagen auch hast und auch immer ein paar Pflanzen vielleicht zur Reserve hast, die vielleicht die Schnecken anknabbern sollen, aber immer eine kleine Ablenkungspflanze und die halt in große Pflanzuntersetzer reinsetzen, damit du auch von unten gut gießen kannst. Voranzucht geklärt, kommen wir zu Kapitel 3, Standortbedingungen. Komposthaufen, fertig, mehr brauchst du nicht wissen. Kapitel 4, die Pflege. Da bekommst du die besten und vitalsten Pflanzen, die auch bis in den September, Oktober hinein wirklich super kräftig sind, wachsen, kein Mehltau bekommen im Vergleich zu anderen Pflanzen, die im Freiland wachsen. Aber weil ich das Video einfach nur strecken möchte, die Watchtime erhöhe, damit der Algorithmus dieses Video auch weiteren Leuten vorschlagen kann und ich eventuell noch eine zusätzliche Werbeunterbrechung mitten im Video habe, damit ich mehr Geld einnehmen kann, werde ich nochmal das Ganze etwas genauer erklären. Du brauchst einen sonnigen Standort, durchlässigen, humusreichen Boden mit viel Leben und Nährstoffen. Kannst du unter anderem mit Pflanzenkohle, Bokashi, Kompost, bisschen Mist, Mulchmaterial, Grasschnitt, auch
gewährleisten und auch du brauchst genügend Wasser. Auf dem Kompost kannst du dann dazu nochmal zusätzlich gießen, müsstest, weil ja da das Wasser vielleicht ein bisschen schneller verdunstet. Und ich würde auch noch zusätzlich mit Mulchen arbeiten, damit das Wasser besser gehalten wird und nicht die Sonne zusätzliche unnötige Verdunstung verursacht. Wenn du diesen Dauerhumus etablierst, dann brauchst du auch nicht unbedingt zusätzlich düngen, denn das übernehmen dann für dich die ganzen Mikroorganismen, die Regenwürmer und die Kleinstlebewesen. It's another pleasant day for me, Peter the Strawberry. Hey, Mr. Worm, I welcome your arrival, because we're all part of the same garden. Wait, what are you... Wait, hey! Hey, get out of here! Hey! He was my neighbor! Und du kannst auch neben dem Komposthaufen auch wunderbar deinen Kürbis eventuell auch in einem Hochbeet anbauen, weil es halt schon erhöht ist, oder auch auf einem Hügelbeet. Das heißt, jetzt kannst du wie auf einem Komposthaufen zusätzliche Wärme wegen der erhöhten Position und auch hier, wenn du es gut schichtest, diese kontinuierliche Nährstoff- und Lebensversorgung. Kapitel 4, die Pflege. Das Ganze ist ziemlich simpel. Du nimmst einen Samen, schmeißt ihn in den Komposthaufen, warten bis er keimt. Schnecken können eventuell ein Problem sein, dass sie die Jungpflanzen anknabbern, aber für das Schneckenproblem habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, unten in der Videobeschreibung. Wenn die Pflanze da durchkommt und anfängt zu wuchern bei der entsprechenden Wärme und den Temperaturen und der Wasserversorgung, alles eigentlich gar kein Problem. Dann brauchst du eigentlich nichts machen. Lässt die Pflanze einfach wachsen, sie wird blühen, wird Früchte bilden und dann kommst eigentlich nur du zur Ernte. Und wenn du sie auf dem Komposthaufen anbaust, dann ist es auch in der Regel so, dass sie viel weniger Krankheiten oder auch Schädlinge bekommt. Aber das ist der ganze Prozess. Samen rein, wachsen lassen, warten und ernten. We'll be closing in 2 minutes. Falls es doch mal dazu kommt, dass eine Pflanze von Schädlingen oder Krankheiten befallen wird. Kapitel 5. Krankheiten und Schädlinge. Mehltau kommt dann, wenn die Bedingungen für die Pflanze nicht mehr optimal sind und sie deswegen gestresst ist. Zum Beispiel bei feuchten und kalten Klimaperioden. Bei Mehltau, genau wie bei dem Zucchini-Video, kannst du Natronlauge nutzen. 2 Esslöffel Natron auf 1 Liter, so 1 zu 10 auf 1 Liter. Genauso wie bei der Rohmilch aufgrund der Milchsäurebakterien, die hier nochmal unterstützend wirken, um ein natürliches Gleichgewicht zu schaffen. Ja, befallene und große Blätter würde ich dann sowieso entfernen und sie dann in dem Fall, weil vielleicht der Komposthaufen belegt ist, eine Heißrotte machen, weil da wird normalerweise nichts angebaut, oder sie halt in einen Bokashi reinstecken und hier fermentieren, um den Pilz zu beseitigen. Ich bin kein Freund davon, Braun- und Krautfolie oder auch Mehltau in den Restmüll zu bringen. Ich mache halt immer die 2 Methoden, um halt hier den natürlichen Kreislauf in meinem Garten zu festigen. Und Krankheiten und Schädlinge kommen auch meistens dann nur, wenn die Pflanze geschwächt ist, um halt hier sie auszuselektieren. Ist ein Mechanismus der Natur. Deswegen schaue ich, dass ich halt hier einen guten, fruchtbaren Boden habe, wo die Pflanze dann wirklich auch alles hat, was sie zum gesunden Wachstum auch benötigt. Nichtsdestotrotz, wenn es mal zu Blattläusen kommt, kannst du hier auch viele verschiedene Methoden zurückgreifen, unter anderem Hausmittel und Hilfsmittel, wie zum Beispiel Nemmöl, Jauchen, manche nutzen irgendwie Schmierseife. Also die Liste ist da wirklich lang, was man im Internet alles so gegen Blattläuse findet. Aber mein Lieblingskandidat ist immer noch der Marienkäfer. Einfach die Artenvielfalt erhöhen und die Kollegen dann einfach alles machen lassen. Bei den Kürbispflanzen würde ich genauso vorgehen wie bei den Blattläusen. Auch wieder hier schauen, eventuell mit Artenvielfalt auch erhöhen, damit sich halt die Natur von alleine in einem Gleichgewicht setzt. Oder auch hier mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel mit Nemmöl arbeiten. Kapitel 6, Mischkultur. Die direkte Mischkultur ist bei den Kürbissen auch ein bisschen erschwert, weil die jetzt sehr wuchsfreudig sind und auch ziemlich stark wuchern. Also als ich in Costa Rica auf der Kaffeefarm war, die hatten da auch Kürbisse und die haben sie auch zum Teil in die Orangen reinleiten lassen. Sah auch ziemlich cool aus. Und weil wir auch auf dem lateinamerikanischen Kontinent sind, na, kennst du die berühmte Mischkultur der Mayas? Bohnen, Mais und Kürbis. Der Kürbis dient dann hier als Bodendecker, um halt auch das Beikraut zu unterdrücken, damit die Bohnen und der Mais wunderbar wachsen können. Sonst ist es halt recht schwierig, in der Umgebung von einem Kürbis etwas direkt reinzupflanzen, weil dann die Pflanzen eventuell auch von dem Kürbis unterdrückt werden und dann auch letztlich eingehen. Kapitel 7, Ernte und Saatgut gewinnen.
Du kannst Kürbisse in unterschiedliche Reifegrade ernten. Wenn du sie früher erntest, wenn zum Beispiel der Stiel noch grün ist, dann sind sie vielleicht noch ein bisschen zarter und saftiger und weicher, wie zum Beispiel Zucchinis, wenn auch dann in diesen Geschmack dann auch hinkommen. Oder du lässt ja dann auch den Stiel komplett verholzen, dann ist die ganze Periode auch abgeschlossen. Das sind dann die Früchte, die dann mehr für die Lagerfähigkeit dann oder beziehungsweise für den Winter dann geeignet sind. Lagern würde ich die Früchte trocken bei gut 10 bis 15 Grad, weil du auch hier gut Schimmel vorbeugen kannst. Schimmel! Nein, it's just a little... Luften und heizen! Luften und heizen! Luften! Heizen! Du schau nicht so deppert! Luften, heizen! Wenn du dein eigenes Kürbissaatgut sortenrein vermehren möchtest, dann musst du auch unbedingt auf die Kürbisfamilie achten. Es gibt da drei große, die Kürbis Maxima, wo zum Beispiel der Hokkaido oder auch der Geto Okonosim dazugehört. Eine wunderbare Sorte, die ich nur jedem empfehlen kann. Etwas größere Früchte, können auch gut 5 Kilo haben. Leichten Melonengeschmack und eine Sorte, die halt mehr als 850 Jahre alt ist. Sehr wuchsfreudig die Pflanzen und auch sehr ertragreich. Kann ich nur jedem empfehlen, findet ihr auch unter anderem in meiner Saatgutliste. So, dann gibt es die Cucurbita pepo oder die Moschuskürbisse. Und innerhalb dieser Familien können sich Kürbisse untereinander verkreuzen. Das heißt, es ist nicht möglich, ein Hokkaido mit einem Butternut miteinander zu kreuzen zum Beispiel. Schau dir deine Sorten an, gehst dann in diese Kürbisfamilie. Kannst du noch unter anderem gucken, wo in welcher Familie sich die Kürbisse befinden, damit du vielleicht auch hier das vermeiden kannst, dass sich eventuell ein bitterer Zierkürbis bei dir mit in deine neue Generation reinkreuzt, was du auch vermeiden möchtest. Ein bisschen mit Kommunikation mit dem Nachbarn gehen und hier das Soziale ein bisschen fördern, damit er auch erzählt, ob er vielleicht einen Zierkürbis anbaut, damit du da vielleicht nochmal zusätzlich aufpassen solltest. Oder ihm vornherein, wenn er diese Idee im Kopf hat, ihn davon abraten und sagen, hey, bau doch lieber diesen Kürbis an, ich baue diesen, dann können wir im Herbst eine Kürbisparty machen mit unterschiedlichen Kürbissuppen, mit unterschiedlichen Geschmäckern. Guten Morgen, meine Nachbarn! Verpiss dich! Ja! Ja! Verpiss dich auch! Kapitel 8 Nachkultur. Eigentlich ist es genau das gleiche wie bei den Zucchinis. Du kannst auch hier wieder verschiedene Kohlsorten nutzen. Feldsalat, Portulak, Herbstsalate, Radieschen. Ich würde hier besonders auf die Wintergewächse achten, wie zum Beispiel Feldsalat. Einfach hier einen Bodendecker im Winter zu haben, damit auch solche Pflanzen die Bakterien und Pilze über den Winter gut versorgen können, damit dein Boden auch einfach länger fruchtbar bleibt. Weil die Bakterien und Pilze brauchen auch Zucker, den sie halt von den Pflanzen erhalten für die Photosynthese. Du kannst auch mit Gründünger arbeiten, wie zum Beispiel mit Phacelia und Senf. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen und nun können wir die Amis fertig machen. Wir werden noch dickere und fettere Kürbisse anbauen und hier die Weltherrschaft im größten Kürbisanbau erlangen. Wer ist dabei? Du bist mir eine Entschädigung schuldig! Happy Halloween! Der große Kürbis? Also gibt es dich wirklich? Ganz recht, Milhouse. Dein kindlicher Glaube hat mich zum Leben erweckt.